Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Server, den wir heute wieder mal einrichten wollen und dankbarerweise von HK Hosting gestellt bekommen haben. An der Stelle kurzer Verweis darauf. Link wie in meiner Beschreibung. Okay, was wir heute machen wollen, ist ein super, super praktisches Ding zu installieren und zwar Screen. Also ihr braucht, wenn ihr kein Root seid, sudo vorne dran, sollte aber mittlerweile klar sein, ist ja nicht das erste Video. Und dann sagen wir hier einfach mal apt-get-install-screen. So einfach ist das dieses Mal. Wir müssen nichts Komplexes machen, deswegen wird das Video auch ein sehr, sehr kurzes werden. So, und jetzt ist das ganze Ding schon installiert. Für was braucht man jetzt Screen? Sagen wir mal, ihr wollt irgendeine selbstgeschriebene Python-Anwendung oder Java-Anwendung oder sonstige Anwendung von euch eben laufen lassen. Dann braucht ihr einen sogenannten Service, denn ansonsten, wenn ihr dieses Terminal hier schließt, selbst wenn das Ganze im Background läuft, dann wird alles terminiert, was dieser User, sprich ich, gestartet habe. Und wenn alles terminiert wird, was ich gestartet habe, naja, dann wird auch jeder Prozess, also sprich jedes Python-Skript, jedes JavaScript etc. etc. wird terminiert. Und dazu gibt es dann eben Screen. Screen macht, dass nicht ihr den Prozess startet, sondern im Endeffekt Screen den Prozess startet. Und Screen ist dann wiederum ein Service, der beziehungsweise eine Sitzung, um genau zu sein, die dann wiederum anbleibt. Die bleibt einfach an, wenn ihr euch abmeldet. Das ist im Endeffekt das, was Screen macht. Und ja, da muss man natürlich auch ein bisschen wissen, wie man das Ganze benutzt. Das heißt, das geht nicht, wenn man nicht root ist. Wir können jetzt hier Screen benutzen, einfach Screen eingeben, minus S, das startet eine neue Sitzung. Und jetzt sagen wir hier einfach mal mein Python-Skript. Das ist ein Name für die Sitzung, den könnt ihr im Endeffekt nennen, wie ihr wollt. Ich nenne sie jetzt einfach mal A, damit ich nicht so viel tippen muss. Also im Endeffekt Name für eine Sitzung, wie gesagt, nehmt was ihr wollt, aber so, dass ihr auch wisst, was diese Sitzung dann für euch tun soll. So, und jetzt kriegen wir ein völlig neues Terminal und hier drin können wir jetzt irgendwas starten. Also zum Beispiel tail-f, irgendein Log oder so, ach, wobei. Wir machen es uns noch einfacher. Wir sagen einfach, der Prozess soll einfach eine Weile pausiert werden. So, und was jetzt natürlich passiert ist, dieses Skript läuft eine Weile und zwar genau 1000, was auch immer 1000 ist. In diesem Fall ist auch nicht weiter wichtig. Nehmen wir einfach an, ihr habt jetzt ein Python-Skript oder sonst irgendwas, das halt einfach im Hintergrund laufen soll und ihr wollt euch jetzt aber ausloggen. So, und was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt einfach STRG A und D drücken. STRG A, dann D. Und dann steht hier, kommt ihr wieder zurück in euer normales Dingens hier und dann steht hier detached vom von 9732.a. So, das bedeutet jetzt, ihr habt diese Sitzung sozusagen in den Hintergrund verschoben. Ihr könnt jetzt auch noch weitere Sitzungen mit anderen Prozessen starten. Einfach screen-s zum Beispiel B machen. Und dann habt ihr noch eine zweite Sitzung offen, das machen wir jetzt auch mal. Wir sagen jetzt hier einfach mal sleep 999. Und dann drücken wir wieder STRG A, D. So, jetzt laufen die beide im Hintergrund von unserem Server sozusagen weiter. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, diese Sitzung natürlich auch wieder aufzurufen, indem ihr erstmal screen-ls schreibt. Ups, -ls. Dann zeigt es euch an, was da gerade so passiert. Das heißt, wir haben hier einmal diese Sitzung A und B. Die sind beide detached, das heißt, die sind gerade nicht für uns an. Und jetzt können wir einfach eine Sitzung wieder aufnehmen und sagen screen-r und jetzt eben den Sitzungsnamen, also bei uns zum Beispiel A. Und jetzt steht hier immer noch sleep 1000. Das lief die ganze Zeit weiter. Okay, es ist noch nicht fertig, also wieder STRG A, D. Und dann sind wir wieder draußen. Wunderbar. So, und jetzt kann ich natürlich auch hergehen und kann mich hier einfach abmelden. Ich mache das jetzt über Exit. Bam. Und ich bin draußen. So, und jetzt würde ja normalerweise dieser laufende Prozess abgebrochen werden. Das heißt, wenn ihr irgendein Python-Skript oder sowas laufen habt, dann würde der theoretisch abgebrochen werden. Aber mit Screen eben nicht. Das heißt, wenn ich jetzt mich hier wieder einlogge als User, das dauert ein bisschen. So, und jetzt kann ich hier einfach hergehen und sagen, wieder mal Screen, gut, das geht wieder nicht, Screen-R und meine Sitzung hieß A. So, und Prozess läuft immer noch. Wunderbar. 1000 war vielleicht ein bisschen zu lange, da kann ich jetzt euch leider nicht zeigen, wie das Ganze wieder fertig wird, aber so funktioniert es im Endeffekt, damit könnt ihr dann wirklich alles machen, was ihr braucht. So, genau, und das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles, was ich euch zu Screen zeigen möchte. Das läuft jetzt alles im Hintergrund weiter und ja, im Endeffekt habe ich gerade meinen eigenen Server gedost, beziehungsweise nicht gedost, gedost einfach nur, weil ich ihn sozusagen
einen Sleep-Befehl geschickt habe, der ihn auslastet. Aber ist egal. Das, naja, eigentlich lastet es ihn nicht wirklich aus, wenn er einfach nur kurz warten soll. Aber sagen wir einfach mal so, das läuft jetzt im Hintergrund weiter, bis ich es hier eben abbrechen würde. Und ich kann natürlich hier drin auch was abbrechen und neue Befehle starten. Das ist im Endeffekt wie eine eigene Command-Line, beziehungsweise ein eigenes Terminal, in dem ihr rumhantieren könnt. Ich kann jetzt auch wieder B starten. Screen-RB. Und wir sehen, der läuft auch unabhängig davon komplett weiter. Also wunderbar nützliches Tool und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt das irgendwie brauchen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.